Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Ja, und heute geht es um Fireteam Zero. Fireteam Zero ist ein kooperativer Dungeon Crawler mit einem Zweiten Weltkriegs-Setting und wir kämpfen uns durch eine Masse an Monstern und versuchen, unsere Ziele zu erreichen. Fireteam Zero ist ein Miniaturenspiel von den Autoren Mike Langlois und Christian Lennart mit Illustrationen von Loic Musi und Gary Simpson. Es ist für 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren, dauert ca. 90 Minuten und ist bei Ulysses Spiele und Asmodee erschienen. In der riesigen Schachtel befinden sich einige Kartenteile, Marker, Würfel, jede Menge Karten und Miniaturen. Dazu gibt es eine Metallmünze und eine CD mit Missionsbeschreibung und Musik. Zunächst müssen sich die Spieler eine Mission aussuchen. Je 3 Missionen bilden ein Szenario. Insgesamt gibt es 3 Szenarien zur Auswahl. Der Aufbau wird durch die Missionsbeschreibung bestimmt. Jeder Spieler erhält einen Helden mit Referenzkarte und zugehörigem Deck. Je nach Mission gibt es noch zusätzliche Heldenkarten sowie Fokuskarten, welche Spezialfähigkeiten der Helden darstellen. Bei beiden hat man immer eine kleine Auswahl. Das Spielfeld wird anhand der Missionsbeschreibung aufgebaut. Es wird mit 12 Brutmarkern und gegebenenfalls einem Auswegspunkt bestückt. Die vorgegebene Menge und Art an Monstern bildet einen Brutvorrat, eine andere gegebenenfalls den Reservevorrat. Zu jeder Art gibt es noch eine Referenzkarte. Nun wird jedes der Monster aus dem Brutvorrat mit dem 12-Seiter auf einen Brutmarker eingewürfelt. Dann wird die Bedrohungsleiste ausgelegt, mit Markern und Wendungskarten versehen und ein Aufklärungsdeck aus genau 12 Karten gebildet. Letzteres besteht aus einer vorgegebenen Menge Entdeckungskarten und zufälligen Ereigniskarten. Die Glücksmünze und weiteres Spielmaterial werden an der Seite bereitgehalten. Die Helden beginnen mit 2 neutralen Spezialisten am Startpunkt. Nun kann es losgehen. Fireteam Zero wird in Runden aus je 3 Phasen gespielt. In der Taktikphase wechselt der Startspieler. Ein Spieler kann mit einer der entsprechenden Heldenkarten einen taktischen Schlag durchführen. Dies sind besonders starke Aktionen. Dann dürfen alle Spieler, außer dem, der einen taktischen Schlag verwendet hat, auf 5 Handkarten aufziehen. Die Heldenkarten sind multifunktional. Sie können zum Angriff, als Reaktion oder als Lebenspunkte genutzt werden. Die Helden sind nun reihum am Zug. Ist man dran, kann man sich um bis zu 2 Felder weit bewegen und eine Aktion durchführen. Diese sind Durchsuchen oder Angreifen. Weitere Aktionen kommen durch Fähigkeiten oder Missionsziele ins Spiel. Beim Angriff nutzt man eine beliebige Menge Karten eines der 3 Typen Handgemenge, Beschuss oder Explosion. Die Stärke gibt die Anzahl an Würfeln an. Die gewürfelten Symbole des Angriffstyps bestimmen den Schaden. Auf der Monsterreferenzkarte finden sich Lebenspunkte und Widerstand des Monsters. Der Widerstand wird vom Schaden abgezogen. Hat man genug Schaden verursacht, wird das Monster in den Brutvorrat gelegt. Ansonsten überlebt es den Angriff unversehrt. Durchsuchen darf man auf Brutplättchen, auf denen keine Monster stehen. Man zieht eine Aufklärungskarte und handelt das Ereignis ab. Hat man Glück, findet man etwas, was zum Ziel beiträgt. Jedes Brutplättchen kann pro Mission nur einmal durchsucht werden. Waren alle Helden am Zug, beginnt die Bedrohungsphase. Der Bedrohungsmarker rückt vor. Erreicht er bestimmte Felder, werden Wendungskarten aufgedeckt, die die Monster stärker machen. Dann bewegen sich Monster und greifen die Helden an. Für jeden Treffer, den ein Held einsteckt, muss er eine beliebige Handkarte abwerfen. Kann er das nicht, wird er niedergeschlagen und dreht die Glücksmünze auf die Rückseite. Ist sie bereits auf der Rückseite, haben die Spieler sofort verloren. Ein niedergeschlagener Held kann zu Beginn seines Zuges ganz normal aufstehen. Im letzten Schritt werden alle Monster im Brutvorrat wie beim Spielaufbau auf das Spielfeld eingewürfelt. Brutplättchen, auf denen kein Monster, aber ein Held steht, werden übersprungen. Die Helden gewinnen, wenn sie alle Ziele erreicht haben. In der Regel müssen sie noch vom Spielfeld fliehen. Nach 3 Missionen haben sie ein Szenario gemeistert. Fireteam Zero ist ein Dungeon Crawler, der uns wirklich sehr, sehr gut gefällt. Am Anfang, wenn man die Regeln liest, denkt man, ha, ist ja komisch. Jede Runde werden wieder alle Monster, die es gibt, neu eingewürfelt. Also alle Monster, die in dieser Mission mitspielen oder in diesem Akt mitspielen. Und das ist ja komisch, dann lohnt es sich gar nicht, die kaputt zu machen, weil die sowieso alle wiederkommen. Und es klingt erstmal auf den ersten Blick sehr, sehr merkwürdig. Aber wenn man es dann spielt, dann macht genau das dieses Spiel aus. Weil man muss sich immer überlegen, okay, ich kann den jetzt kaputt machen, dann ist nämlich dieses Brutplättchen frei, dann kann jemand anderes das durchsuchen und wir kommen wieder unserem Ziel näher.
Und auf der anderen Seite überlegt man, ja, wenn ich den einen da hinten jetzt vielleicht nicht kaputt mache, dann wird er nicht neu eingewürfelt, weil wenn der wieder neu eingewürfelt wird, kann es ja sein, dass der auf einem Feld direkt vor mir landet, wo ich eigentlich dann hingehen wollte. Also hier, das macht so dieses, dass die immer wieder neu eingewürfelt werden, macht das ganze Spiel so noch ein bisschen taktischer und noch bringt einfach so neue Aspekte rein, die ich so jetzt von anderen Spielen auch noch nicht kannte. Und das ist dann wirklich echt knifflig, dass man dann denkt, Mensch, machen wir den jetzt kaputt oder nicht? Und man muss den Monster ja immer mit einem Schlag kaputt kriegen, was gar nicht so einfach ist. Und ich finde es ganz toll, dass wir hier 3 Missionen, a 3 Akte haben, sodass man immer mal wieder dann, wenn man im ersten Akt ist, denkt, ah, okay, es geht gut. Und dann im zweiten Akt wird es schon schwierig. Also da haben wir auch manchmal verloren, mussten nochmal von vorne anfangen. Aber das macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Und was super gut gelungen ist, wie ich finde, ist die Art und Weise, wie man so ein bisschen hochlevelt. Weil man praktisch im ersten Akt, da darf man sich jeweils eine Fokuskarte aussuchen. Diese Fokuskarten sind sehr, sehr stark. Aber es gibt sehr viele, die gut sind und man muss sich dann entscheiden, welche jetzt für dieses Level wohl voraussichtlich die beste sein wird. Und dann im zweiten Akt, da darf man dann schon 2 Fokuskarten wählen und man darf hier seine Handkarten aufwerten. Und auch da hat man wieder einen ganzen Stapel zur Auswahl, da gibt es verschiedene Sorten und man kriegt dann immer 4 Karten von dieser Sorte ins Deck mit eingemischt. Und dann hat man zum Beispiel automatische Treffer dabei. Und das ist dann wieder sehr, sehr stark. Und so levelt man ein bisschen hoch. Man darf aber pro Akt sich auch wieder neue aussuchen. Das heißt, wenn man sagt, ah, den Fokus, den habe ich gar nicht benutzt, obwohl er so gut klang, dann kann man den austauschen, man kann einen neuen nehmen. Und das finde ich sehr, sehr schön gemacht. So kann man nämlich auch alle dann im Laufe des Spiels, der Mission, dann mal ausprobieren und austesten, sich so seinen besten Weg zurechtlegen. Und da die Gegner auch recht unterschiedlich sind, also wir haben praktisch in den 3 Missionen komplett andere Gegnertypen, sodass man da auch wieder eine sehr schöne Abwechslung hat. Die Ziele sind sehr abwechslungsreich, also wirklich sehr, sehr schön. Was hier bei dem Spiel auch noch ein bisschen eine Rolle spielt, ist natürlich der Zufall. Nicht nur durch die Würfel, sondern auch, wenn man ja die Ziele an den Brutplättchen findet. Und wir hatten mal eine Mission, wo wir dann mutig waren und ein Punkt, der gerade belagert war von Monstern, den haben wir ausgelassen und gesagt, naja, wird schon nicht die letzte Karte sein. Und natürlich war es dann prompt die letzte Karte unser Ziel und wir mussten, obwohl wir ganz am anderen Ende, wir waren praktisch schon hier, wo unser Ziel war, mussten dann nochmal ganz ans andere Ende zurücklaufen, weil genau dieses Brutplättchen haben wir gebraucht, um unser Ziel zu finden. Und ja, das macht das Spiel aus. Ein sehr rundes Spiel, was mir wirklich außerordentlich gut gefällt. Ich finde auch das Material toll. Also hier habe ich gar nichts auszusetzen. Wirklich rundum gelungen. Es gibt sogar eine CD, das heißt, die Missionen werden vorgelesen. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Wir haben die Wendungen, also die Gegner kriegen Leveln praktisch sozusagen auch hoch im Laufe des Spiels. Alle 3 Runden dann, immer wenn man hier landet. Und diese Wendungen, die sind ganz furchtbar für uns, weil das den Gegnern tolle Boni verschafft oder uns einfach schwächer macht. Also ganz toll, dass man will dann auch, dass das Spiel schneller vorbeigeht, damit eben nicht so viele von diesen Wendungen kommen, weil wenn da 4 liegen, dann ist es schon ganz schön happig. Und dieser Aspekt, dass man, wie man die Handkarten benutzt, das ist, finde ich, ja auch ganz besonders, dass man die als Angriffskarte nutzen kann oder als Reaktion, das kennt man ja vielleicht schon, aber es sind gleichzeitig auch die Lebenspunkte. Das heißt, man muss immer gut aufpassen, naja, ich kann die jetzt einsetzen, die ist relativ stark, aber dann bin ich in der Phase, wo die Monster angreifen, sehr, sehr schwach, weil ich dann zum Beispiel 4 von 5 Karten schon ausgegeben habe. Das heißt, ich habe noch einen Lebenspunkt und wenn mich ein Monster angreift, kann es sein, dass ich dann sterbe. Oder beziehungsweise man wird ja hier so niedergeschlagen, dass ich dann niedergeschlagen bin, dass wir die Münze umdrehen müssen oder dann vielleicht verloren haben. Also das ist hier noch ein Aspekt, dass man die Karten nicht so einfach raushaut, sondern man muss sich wirklich gut überlegen, kann ich mir noch leisten, diese Karte umzugehen? Dadurch muss man auch ein bisschen planen, wer kommt, wer greift mich an? Kriegen wir vielleicht den einen, der mich angreifen würde, noch kaputt? Also das ist wirklich super gemacht, finde ich. Also rundum gelungen, gefällt mir sehr, sehr gut, macht Spaß, kommt sicherlich noch häufiger auf den Tisch. Ja, dann hoffen wir, wir konnten euch einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt, spiel doch mal.